Und weiter geht es mit einer knackigen Folge Season of Discovery. Heute machen wir Lammschlund, Leute. Ich habe eine Gruppe gefunden, die sind schon reingedippt. Das habe ich mir schon fast gedacht, die hatten keinen Bock zu warten. Ich hoffe, die sind nicht zu weit, weil ich brauche ja auch ein bisschen Krams für die Quest, ne? Ah gut, das geht noch. Das geht noch. Die wollen Big Pull machen. Keiner will Quest teilen? Okay, alles klar. Nicht teile. Geschlossen. Und na gut, die haben vielleicht keine mehr, ne? Kann gut sein. Okay, Big Pull. Aha. Brauche ich überall mal das Gift hier drauf. Und ja, läuft doch. Nicht schlecht. Ganz und gar nicht schlecht. Mein Pet wollte nicht drauf, na klar. Na klasse. Ja. Das ist doch ganz gut. Jetzt halte ich über so ein bisschen die Gifte. Fäll meine Explosion rein und. Da läuft's auch, ne? Geht echt schnell. Das ist nicht schlecht. Okay, sonst haben alle, das heißt, jetzt können wir einfach so drauf ballern. Ja, wunderbar. Jetzt habe ich leider nicht die Quest aus Unterstadt, das heißt, ich müsste hier so oder so noch einmal rein, aber das ist ja kein Problem. Das mache ich dann eventuell ohne Aufnahme, mal schauen. Wer weiß, wer weiß. So, nochmal einmal alle vergiften. Das läuft. Gut. Das läuft doch ganz gut, Leute. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Brauche ich die Quest? Ach, wollen die XP-Runs machen? Das kann gut sein. Aha, ja, gut. Ob ich dann echt nochmal für die Quest reingehe? Ich meine, wenn wir jetzt hier so 2-3 Runs machen. Keine Ahnung. Nicht schlecht, ne? Muss man schon sagen. Ja. Ja, geil. Gefällt mir. Also 4 Balken. Wir beobachten jetzt mal, wie viel wir insgesamt bekommen werden. Mal sehen, mal sehen. Jetzt raus oder? Leider ein bisschen sehr nah dran. Oh, 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 was ist denn hier los jetzt? Okay, ich komme irgendwie nicht so nah dran, ne? Ja. Alles klar. Gut.
Was ist das hier für eine? Oh, die sind fast genauso wie meine, nur meine hat noch Beweglichkeit. Alles klar. Ja, ich brauche die Quest. Perfekt. Zack. Und zack. Sehr schön. Wunderbar. Genauso und nicht anders. Und wir haben jetzt in der kurzen Zeit fast 2,5 Balken gemacht. Mega. Also wenn die mehrere Runs machen, bin ich auf jeden Fall dabei, Leute. Es geht schnell. Einfach bam bam. Ey, wenn man so eine Gruppe hat, ne? Zack, 2-3 Mal durchballern. Auf easy. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ah, chillig. Echt chillig, muss schon sagen. Warum? Hä? Warum hat er nicht weitergekämpft? Warum ist er jetzt zu mir gelaufen? Kann mir das einer erklären? Nurren an. Nee. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Pullt er bestimmt hier wieder den ganzen Raum, ne? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und das Schöne ist, wir haben noch den Buff hier drauf, ne? Das heißt, wir machen auch schön mehr Schaden. Und sind vor allem auch schneller am Start. Dann let's go. Ach, die sind immun, ja, ja. Klar. Und noch einer. Okay, rein da und dann geht's einfach weiter. Ah, nicht so nah. Was ist. Was ist schon wie mit meinem Pad? Kann ich noch nicht wirken. Was war da schon wie mit meinem Pad los, Leute? Jetzt brauche ich aber auch ein bisschen Mana. Oh, meins ist da doch ein Stückchen besser. Gut. Ich hab's bekommen. Okay, kann schon wenigstens verkaufen. Warum nicht? Ja, Gifte bringen leider nichts, aber gut. Dafür jetzt gleich bei den Orks. Okay, da gehen wir echt schnell voran, ne? Ich hab gleich mein Level ab. So, wir haben den 16, 15, 12, 15. Alles klar. Gefällt mir. Das gefällt mir echt gut. Also wenn die noch einen weiteren Run danach machen, bin ich safe am Start. Ah, nicht so nah, bitte. Sonst kann ich nichts machen. Und ich habe mein Level up. Easy. Warum rennt mein Pet immer wieder zurück? Seltsam. Naja. Ja, geil. Level up bekommen. Dann gehen wir einmal hier drauf. Bam. Und danach auf tödlicher Schuss. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Genau, schön drauf da. So, Gifte nachballern. Und da sind sie auch schon down. Mega. So gefällt mir das. Brauche aber auf jeden Fall ein bisschen Wasser eigentlich, ne? So. Das immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit.
Ja, aber easy. Und Berserker ballern und drauf da. No problemo ist das. So, das ist ja noch ein Ork. Hab ich jetzt das gesehen? Eine Ork-Lady. Okay, Umhang. Weg damit. Ja, so läuft. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Quests fertig, oder was? Alle drei. Nice. Nice, nice, nice. Gefällt mir. Alle will... Nee, ernsthaft? Ich wollte schon sagen. Ich dachte, jetzt übertreibt er aber. Und down sind sie. Haben wir hier? Oh. Das ist mal ein Teil, was ich brauche. Gürtel wäre schon nett. Hat den jemand bekommen? Ah, ja. Und ich warte auf den Gürtel. Oh, guck mal. Um vier verwürfelt. Schade. Da läuft, ne? Machen durch diesen explosiven Schuss auch echt gut Schaden mit den ganzen Giften. Nicht schlecht. Guck mal, wie schnell wir durchkommen, ne? Überleg mal, wie schnell wir hier durchkommen, Leute. Wie lange sind wir jetzt hier drin? 12 Minuten. Ab mal 12 Minuten, Leute. Gerade einmal 12 Minuten. Und schon sind wir fast durch. Wie lange habe ich sonst gebraucht, als ich mit meinem Schurken hier drin war? Waren wir eine Stunde drin oder was? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja. Okay, und schon bin ich wieder Mana leer. Alright, was haben wir hier? Nee, brauche ich nicht. GZ für den... Mein Pet? Nee. Bei mir haben die nicht GZ geschrieben, ne? Frechheit. Ja, Pfeile muss ich auf jeden Fall bald nachholen. Ich habe jetzt 628. Hätte ich ihn davor. Reicht das für zwei Runs? Weiß ich jetzt nicht. Gute Frage, nächste Frage, ne? Ja, easy. Easy peasy. Alright. Ja, Mana passt. Oder wir reden mit dem Boss zusammen. Das wäre natürlich nochmal was anderes. Ich denke aber nicht. Oder? Oder mit Boss? Ganzer Raum? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, der Typ ist irre. Okay. Dieser Zauber ist noch nicht bereit.
Okay. Ich muss zuerst etwas anziehen. Das ist nicht gut. Aber war easy. War genauso easy. Hätten noch Platz und die Pfeile, ja, die Pfeile werden knapp, ne? Für einen Run könnte es noch reichen. Machen die hier oben auch noch? Ich weiß es nicht. Komm, erstmal habe ich schon mal einen Platz. Und da spießen die Erfahrungspunkte einfach nur so. Knallen sie einfach nur rein. Nice. Sehr, sehr nice. Alright, alright, alright. So. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So Leute, ich muss leider einen kurzen Cut reinballern, weil ich ein bisschen Connection-Probleme hatte. Irgendwie war auf einmal meine Stimme weg, komisch gehangen, keine Ahnung. Aber jetzt sollte es funktionieren, ob es ein Schenk fest. Und die wollen, wie ich mir schon gedacht habe, noch einen Run machen. Inventar und so. Ja, Pfeile. Okay. I have to fight. Ah, dann können wir aber schon mal starten, weil das gibt ganz gute Erfahrung, ne? Ich habe jetzt drei Quests ready. Ja, chillig, okay. Wenn der eh was zu tun hat, also das ist kein Problem. Dann kann ich auch zu meinem Klassenlehrer gehen, ne? Warte mal. Ah, wir müssen aber für die Pfeile nach rechts und... Ne, für beides, ne? Perfekt. Das passt. Das passt perfekt. Kann ich nämlich direkt meine Talente erlernen. Bisschen den Müll verkaufen. Ja, das passt, das passt. Und Quest abgeben, dann sind wir auf jeden Fall heute safe. Level 15, sehr geil. Sprecht, siegt, lebt wohl. So. Alright. Ich habe einen Hurtigkeitstrank, der mich eh durch eine Quest bekommt. So. Ist mir ein bisschen schneller am Start. Alles klar, alles klar. Wer läuft da hin? Warte mal. Hugh. Bird. Okay. Die anderen Quests, die gebe ich dann halt in Donnerfeld halt ab, ne? Jo. Also da wäre noch eine halt in Unterstadt. Aber kann ich jetzt halt nicht annehmen. Vielleicht muss ich dann nochmal rein, keine Ahnung, aber nur für eine Quest gehe ich nicht nochmal hier rein. Passt schon. Ich würde sagen, ist schon in Ordnung. Dann einmal hier hoch erlernen und da hinten Pfeile dann holen. Ist ja eigentlich egal, in welcher Reihenfolge wir das machen, ne? Das ist alles Müll, 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 Müll. Das wird verkauft. Das wird ins Auktionshaus geballert. Ja, alles klar. Was? Gerade auf Raid gestellt.
War ich jetzt gerade mal kurz verwirrt. Aber gut. Gut, gut, gut. Neue Fähigkeiten. Rallhall. Ja, damit. Warte mal, machen wir direkt den hier. Adlerauge. Und das Wildtier ist... Jetzt nicht so geiler Kram. Aber gut, haben wir. Ist halt schön für PvP, ne? Ich hau's einfach erstmal rein. Bring das hier nochmal, lasse ich direkt Kontrolle über ein Tier übernehmen und wenn es ein Mensch natürlich seine Augen sehen. Ah ja, gut. Gut, gut, gut. Dann verkaufen wir mal den Müll. Außer die Milch. Also soll ich die aufbewahren? Was habt ihr im Kopf? Ah, für Pfeile habe ich im Kopf. Wunderbar. Komm, verkaufen wir erstmal. Gut. Haltet euch. Na dann geht's weiter. Ich habe genug Pfeile. Die sind schon wieder drin. Und der ist auch gerade auf dem Weg. Das passt doch. Nur was das hier nochmal jagt, dann wird die Angst, aber es sind 10 Sekunden lang vor der Furche wegläuft. Ah, ja. Na klar, klar. Und das ist halt genau. Wir werden mal so die Gegend auskundschaften. Das war das. Das habe ich früher immer gefeiert. Habe ich immer während Warzone-Schlucht gemacht. Also Kriegsumschlucht habe ich immer das ab und zu mal eingesetzt. War immer ganz cool, um zu sehen, ja, wo ist gerade der Gegner, ne? Kommt der gerade? Kann man direkt den Leuten so Bescheid geben, wenn man eine gute Gruppe hat. Ja. Aufspielen, ganz cool. Aber ansonsten, ja, eher so ein bisschen Spielerei, ne? Okay, die sind auch wieder ready. Alles klar. Alright, alright, alright. Dann geht's wieder rein. Rennt er gerade raus? Warum auch immer. Holt es sich irgendwie Reagenzien oder was? Pilzverkäufer. Warte mal, hat der auch eventuell Wasser? Kraft. Nö. Und Ehre. Natürlich nicht. Naturellement hat es nicht. Aber ja, 10 Wasser sollten für uns persönlich vollkommen ausreichen. So, also, wir haben 5800 Erfahrung. Jetzt können wir uns ja merken, ich mache mal einen Screenshot und dann schaue ich mir mal an, wie viel wir durch den ganzen Run so bekommen. Das Level machen wir auf jeden Fall, denke ich. Wie sieht es mit dem Pad aus? Ach, ist Level 14 geworden. Hab ich gar nicht gemerkt. Das habe ich gar nicht gemerkt, Leute. Noch irgendwie, vielleicht kriegen wir nochmal den Gürtel. Ansonsten ist alles von der Rüstung erstmal soweit okay, ne? Easy. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Und Bremsen. Ich muss nicht. Kann es noch nicht wirken. Aha. Haben wir nochmal Gift drauf? Können wir so laufen lassen jetzt. Mach ich mir ein bisschen mein Mana. Ich mache jetzt keine Giftpfeile mehr oder so drauf. Mit wie viel den Raum da genug Mana ready haben. Ja, obwohl der Troll, gut. Ja, dann regeneriere ich das halt so. Ganz easy. Easy peasy. Wir tauschen die mal aus. So. So, alle Pullen. Gut.
ich kann ja meine Gifte drauf ballern, ne? Macht denn insgesamt 45 Naturschaden. Nicht schlecht. Kann ich noch nicht wirken. Das bleibt immer noch aus. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Oh, oh, oh. Okay, okay, okay. Wie nicht in sich fällt. Will er mich verarschen? Nein, nein, Pet, hallo, geht auf. Er macht Knurren an. Es war auf jeden Fall schon mal ein bisschen knackiger. Aber ich habe überlebt. Solange Ray überlebt, ist alles gut. Aber war cool. War cool. Für mich hat es sich definitiv gelohnt. Ja. Das geht schnell, ne? Das geht echt schnell. Feier ich. War explosiver Schuss, ne? Dass man das schon hat. Hätte man es eh nicht machen können. So eine Geschichte. Also klar schon, aber es wird auf jeden Fall Schaden fehlen, ne? Giften könnte man ja trotzdem weitermachen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ganz entspannt. Ganz entspannte Runde hier. Ups, das wollte ich nicht. War ich ein bisschen zu voreilig. Okay, okay, okay. Alles klar. Wow. So viel Zeugs. Gefällt mir, Leute. Gefällt mir. Was soll ich sagen? Gefällt mir sehr gut alles hier. Kannst du wiederholen. Kann ein Priester Schwerter tragen? Ich glaube nicht, oder? Drei Kolben. Ups. Okay. Weit so gut. Da war noch einer. Na gut, wenn er darauf besteht. Hätte man noch auslassen können. Ach, das war der Boss, ne? Das war wohl der Boss. Nee, doch nicht. Hä? Doch? Ach, keine Ahnung. Doch, war er. Das war er, Leute, das war er. Wir brauchen nur noch 3, 6, 7 Balken. Nice. Level 25, wir kommen. Langsam, aber sicher. So,
vor Level Cap auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wann Level Cap sein wird, aber das wird man definitiv schaffen. Na, wie gesagt, einen Schaman habe ich ja noch. Den habe ich jetzt ganz ehrlich nicht weitergespielt. Der ist jetzt immer noch auf Stufe 12. Und einen Level 4er Druide habe ich. Aber auf Schamane habe ich auf jeden Fall noch Bock. Und eigentlich den Druiden, würde ich sagen, mache ich vielleicht so einen Heiler draus. Das ist auch sehr cool. Eigentlich ist jede Klasse geil, ne? Irgendwie schon. Selbst auf dem Priester hätte ich auch Bock. Selbst darauf hätte ich Lust, Leute. Gut, da gehen wir jetzt so drauf. Ich will eigentlich ein bisschen Mana sparen für den ganzen Raum hier. So, das ist ein no problemo. Nice, nice. Ja, gut, dass ich Pfeile geholt habe, ne? Sonst wären die jetzt schon fast knapp. Sogar sehr knapp. Die ein wenig vergiften, außer den Dude hier noch. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Sieht nicht so aus, ob ich halt wieder was zum Verkaufen. Ein paar grüne Sachen schon. Jo. Warum nicht? Ich hätte jetzt in der Zwischenzeit Verbände machen können, aber gut. Würde ich so ein bisschen Platz sparen. Und rein damit. Kann ich auch noch mal? Danke. Ah, schaffen wir echt noch Level up? Wird doch irgendwie ein bisschen knapp, ne? Irgendwie schon. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ach ja, Verbände. Ach Quatsch. Egal. Egal, egal. Passt schon. Dann mache ich die halt außerhalb des Dungeons danach. Okay. Und Bamsen, Bamsen. Ja. So schnell geht es, Leute, ne? Hast einen ganzen Balken durch so eine kleine Gruppe? Nicht schlecht. Dann gönne ich mir ein paar Verbände. Warum nicht? Dann kann ich eigentlich die kleinen mal entsorgen, beziehungsweise verkaufen. Nachteil halt Köcher, ne? Köcher ist schon so ein Nachteil hier. Als Jäger, platzmäßig, Katastrophe. Aber na gut. Man braucht die Pfeile ja so oder so, ne? Warte mal. Brauche ich nicht unbedingt. Das brauche ich nicht.
Und ey, rein da. Typisch Pet, ne? Oh, sogar schwächer. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie eine Büchse, die besser als mein Bogen ist, aber anscheinend nicht. Ich muss nicht mal unbedingt Mana regen, ne? Sehr geil. Okay. Die Gruppe, die und dann hauen wir die auch noch weg, ne? Aber die hauen wir ja dann auf den Rückweg, denke ich mal. Sehr schön. Ah, da nicht. So. Also ich muss mich überhaupt nicht recken. Das gefällt mir sehr gut. Ich kann schön nebenan stehen. Und abwarten. Und fast Level up, Leute. Fast Level up. Okay, dann brauche ich jetzt doch ein bisschen Mana. Wer hätte es gedacht? Dann doch ein Schluck. Dann halt doch. Ja, ob wir die jetzt, warte, wenn wir die killen und ich werde wahrscheinlich oben mein Level abkriegen. Sehr wahrscheinlich. Oh, wie schön der Schaden hier mal aufploppt, ne? Liebes. Liebes, Leute. Haben wir hier... Oh, ja, doch, doch, doch. Das ist schon mal ganz gut, die armen Schienen. Die würde ich gebrauchen. Was ich brauchen könnte. Ja, schön direkt Intelligenz und Ausdauer. Oh, 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 was macht der Kollege da? Der Mana reicht? Ich hoffe ja. Ja. Ist klar. Das war irgendwie klar, dass ich mein Level-Up nicht hier kriege, sondern oben, aber gut. Vielleicht hätte ich die Milch doch behalten sollen, trinken sollen, oder habe ich noch eine bekommen? Nee. Dann halt das Billigwasser. Machen wir das leer und danach wird Milch geholt. Danach wird köstliche Mana-Milch geholt. Wird vom Tauren abgezapft. Oder wo auch immer die Milch herkommt. Ich meine, ist ja eine Kuh, ne? Ja, gut, ein Stier, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst doch, was ich meine. Der hat ja auch einen Hahn. Ein Zapfhahn. Ob die Milch so gut schmeckt, keine Ahnung, ich glaube nicht. Sehr schön. Hier, hier. Da habe ich direkt wieder schöne Beute gemacht.
der hat. Habe ich Akku bekommen? Hey, aber so halb so wild. Ja, nice. Sehr, sehr nice. Kommen wir hier schnell rein. Also was das hier erhöht, den Distanzkraftbonus um 3%, aha, aber ich würde sagen, das hier macht mehr Sinn. Definitiv. Definitiv, Leute. Sehr schön. Lang hier echt so schnell durch, ne? Das ist unglaublich. Das gefällt mir. Wie viel hatte ich davor gehabt? War das ein halbes Level? Muss ich nochmal in der Aufnahme nachschauen, aber ich meine ein halbes Level. Zack, und wenn wir da nochmal durch. Dann hat man sozusagen, wenn man hier drin ist. Wie lange brauchen wir hier? 15 bis 20 Minuten. Ich würde sagen, so 20 Minuten. Und dann hat man sozusagen nach 40 Minuten immer jeweils ein Level, ne? Ups, der falsche. Das lädt immer noch auf. Und drauf da. Geht mega schnell. Down ist er. 3, 2, 1. Sehr schön. Jo. Das war's dann auch wieder, ne? Das war schon wieder der zweite Run, Leute. So, Leute, es hat gerade noch geklingelt und wir sind raus. Wir haben auf jeden Fall heute einiges geschafft. Sind Level 15. Ich würde sagen, in der nächsten Folge wird dann weiter gelevelt. Da ist, ja. Du wolltest dich anschließen. Okay, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, Leute. Ciao.